Ja, ich grüße euch auch herzlich. Hier vorne ist übrigens noch ein toller Platz, da weht es so ein bisschen. Wenn jemand mehr Geist braucht, also Luft braucht, meine ich jetzt, dann kann er sich dort hinsetzen. Ja, ich freue mich hier zu sein in dieser Gemeinde und bin gespannt, was Gott heute Abend in unserer Mitte tun will. Jeder von euch hat sich aufgemacht, wahrscheinlich in der Erwartung, hoffentlich Gott zu erfahren. Denn wir Menschen sind vorübergehend hier auf der Erde. Gott ist hier zu Hause. Ja, und Gott will uns begegnen, jedem auf seine Weise. Wenn ich Beispiele aus meinem Leben erzählen werde, möchte ich gleich vorab merken, wir sind alle unterschiedlich. Wir können zwar von den Erfahrungen, die wir miteinander teilen, auch lernen, aber die Erfahrung ersetzt nicht die biblische Lehre. Also man kann ganz viel Erfahrung machen, aber die Erfahrungen reichen nicht aus. Wir brauchen wirklich viel, viel Fundament in diesen Zeiten, die so wirr sind und uns manchmal auch müde werden lassen. Mir geht es so und ich denke, mir geht es alleine nicht so, dass man sagt, wo kommt die Kraft her? Deshalb also dieser Abend. Wir wollen Bibel lesen dabei. Falls jemand seine Bibel dabei hat, holt sie raus. Das lohnt sich auf alle Fälle. Aber ich habe schon mal ein bisschen mit Sebastians Hilfe kopieren lassen, ein paar Worte, die mir wichtig sind. Am Anfang habe ich überlegt, was heißt das Erhalt der Kräfte? So nach dem Motto, jetzt als älterer Mensch sage ich euch mal, wie das geht. Und trotzdem kann ich euch sagen, es geht nur im Augenblick. Man kann nicht Kräfte sammeln. Dietrich Bonhoeffer hat es auch mal so auf den Punkt gebracht. Gott gibt uns für jeden Tag die Kraft, die wir brauchen, aber er gibt sie uns nicht im Vorrat. Das heißt, wir sind auf eine Abhängigkeit hin angelegt. Und zwar nicht nur mit jedem Augenblick, eigentlich mit jedem Atemzug, den wir haben. Das ist für manche unangenehm, weil wir natürlich uns kontrollieren wollen. Wir wollen es beherrschen, unser Leben. Ja, wir wollen es managen und müssen uns neu bewusst werden, dass wir durch den Heiligen Geist ja andere Wesen geworden sind, durch die Einwohnung, die Christus uns gegeben hat. Wir leben aus der Kraft Gottes, nicht aus unseren menschlichen Ressourcen. Die bringen wir auch mit ein, aber die sind bekanntlich nicht so ausreichend. Ja, da ist man sehr schnell erschöpft. Und wenn wir denken, wir brauchen Gott nur, wenn wir erschöpft sind, wenn wir an Grenzen unseres Denkens und unseres Wollens und Handelns kommen, dann ist schon ein Kardinalfehler da. Das Geheimnis liegt darin, dass wir ständig aus Gottes Kraft schöpfen. Jeden Moment, jeden Atemzug. Nun, das kann man sicherlich im Laufe der Nachfolge Jesu immer mehr lernen. Und ich möchte uns zunächst erstmal ein paar Bibelworte lesen. Die Kraft Gottes, vielleicht das vorweg, in der Bibel gibt es unterschiedliche Begriffe für das, was wir Kraft nennen, ähnlich wie wir im Deutschen unterschiedliche Begriffe verwenden. Wir haben zum Beispiel den Begriff Stärke oder wir haben den Begriff Energie. Ja, und wir finden im Neuen Testament auch unterschiedliche Begrifflichkeiten. Eine Begrifflichkeit, die am häufigsten vorkommt, ist die Begrifflichkeit der Dynamis, so heißt das. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die Dynamis, das erinnert ja an Dynamit geradezu. Also das ist eine fließende Kraft, eine Kraft, über die du nicht verfügst. Du kannst das nicht einfach einsetzen, sondern die Kraft entwickelt sich ähnlich wie beim alten Dynamo. Ich habe noch so ein Fahrrad, wo vorne ein Dynamo dran ist. Ja? Die Älteren kennen das vielleicht. Also das dreht sich nur, wenn ich trete und so weiter und so weiter. Und dann kommt Licht in die ganze Sache rein. Ich finde den toll, der ist schon sehr senil, aber ich drücke ihn immer wieder ran. Und das geht eben nur, indem wir in Kontakt bleiben mit Christus. Diese Dynamis können wir nicht einfach so auftanken. Ja, darum geht es. Andere Begriffe, wenn diese Kraft Gottes uns erfüllt, dann sind es Wirkungen, die sie in unserem Leben hervorbringt. Und da spricht die Bibel von Energemata,
also von Energien, die aus uns herausfließen geradezu, ja, bis in die Körperlichkeit. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dessen Leibe, von dessen Körper werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, sagt er in Bezug auf den Heiligen Geist, fügt der Evangelist Johannes hinzu. Das ist völlig unabhängig vom Alter. Das funktioniert nicht nur, wenn man sagt, boah, ich bin hier gut im Futter, sondern gerade wenn wir sehr gebrochen sind in unserer menschlichen Existenz, sowohl in der Psyche vielleicht oder innerlich, aber auch körperlich, dann strahlt diese Kraft umso klarer und deutlicher. Das ist übrigens eine gute Nachricht für alle, die über 50 sind. Also Jungsenioren und so weiter. Ja? Also, was ist nun mit der Kraft? Wir lesen zunächst einmal ein paar Bibelworte, die ich hier aufgeschrieben habe. Und ich weiß nicht, wie du die Bibel liest. Man kann Bibel auf ganz unterschiedliche Weise lesen. Man kann sagen, ich brauche neue Informationen, ich lerne sie auswendig und so weiter. Es gibt ganz viele Formen. Es ist das lebendige Wort Gottes. Ich bemühe mich in der Regel, die Bibelworte sehr, sehr langsam vorzulesen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt eine Leseschwäche, das ist nicht so, sondern wenn du willst, lass das Wort auch einfach mal auf dich wirken. Du kannst dabei die Augen schließen, wenn du willst, manche können sich da noch mehr drauf konzentrieren, aber darum geht es mir, dass das Wort hineinfällt, in den Gedanken, aber noch ein bisschen tiefer, bis in die Affektionen, bis in die Gemütsbewegungen, die wir haben. Jeder von uns kommt aus einem Tag, ich weiß nicht, was heute passiert ist, aber da muss diese Kraft hineinfließen. Nun lese ich. Gott gibt dem Müden Kraft und den Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Kinder ermüden und ermatten und junge Leute straucheln und stürzen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Bleibt in meiner Liebe. Paulus bekennt, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, aber Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber ist die Liebe.
Im Judasbrief lesen wir, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Alle diese Bibeltexte, es gibt natürlich noch sehr viel mehr, deuten darauf hin, dass es nicht so ist, dass wir sozusagen voller Enthusiasmus immer sind, sondern es gibt Zeiten, Täler, es gibt diese Up und Downs in unserem Leben und in all dem bewahrt sich etwas, eine Kontinuität der Gegenwart Gottes. Du kannst gar nicht so stark durch Probleme und Nöte gefoltert werden und damit die Liebe Gottes auslöschen. Die Liebe Gottes zu dir bleibt völlig unabhängig davon. Sie ist ein Kontinuum, sie läuft in unser Leben immer mehr. Nun, ein paar Akzente werde ich heute Abend setzen. Da ist eure Uhr, gut, müssen wir mal gucken, dass wir damit zurechtkommen. Wir wollen heute Abend noch ein bisschen mehr erleben auch und hören. Ein erster Punkt, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, die Einwohnung Gottes. Viele Menschen werden erschöpft, weil sie vergessen, wer sie sind. Ich definiere mich nicht über meinen Namen direkt. Ich definiere mich nicht über das, was ich tue oder was ich kann oder was ich nicht kann, wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich bin hoffentlich nicht ständig im Vergleich mit anderen. Der Vergleich macht Menschen mürbe oder hochmütig, eins von beiden. Sondern ich werde mir immer bewusster, wer ich bin. Mein Wert meines Lebens besteht nicht darin, dass ich fit bin, menschlich fit, sondern dass die Kraft Gottes in mir steht und seine Liebe in mir zu Hause ist. Es ist eigentlich immer, wenn ich das predige, und ich habe so viel gepredigt in meinem Leben, ich habe mit 16 Jahren angefangen zu predigen, regelmäßig. Und je mehr ich darüber nachdenke, denke ich, das ist ein Mysterium, das ist ein solches Geheimnis. Wie funktioniert das? Und die Konfessionen, die unterschiedlichen Kirchen haben das festgelegt, bei uns läuft das so, bei uns läuft das so, wir taufen vor dem Glauben, hinter dem Glauben und so weiter und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Diskussionen. Die anderen versuchen noch ein bisschen Weihrauch reinzubringen, die ganze Nummer und die Sakrament und all das. Es gibt soweit ich weiß, über 40.000 christliche Denominationen weltweit. Da braucht es nicht noch 40.000 mehr. Sondern was uns verbindet ist, dass Gott sich entschlossen hat, in uns Menschen zu wohnen. Petrus, kurz vor seinem Tod, hat er die Petrusbriefe geschrieben, den zweiten Petrusbrief etwa. Und im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, das empfehle ich euch da zu Hause mal nachzulesen, wie er diesem Geheimnis nachstöbert sozusagen, nachsinnt. Und er zeigt, welche Dinge da reinkommen. Aber er fängt den ganzen Satz, Kapitel 1, Vers 4 an. Nun sind wir der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Das mag man ja kaum aussprechen. Guten Tag, ich bin der göttlichen Natur teilhaftig geworden. Ja, man sieht es kaum, ja, so ungefähr, oder? Was ist das? Weil Gott in uns reingegangen ist, der ist nicht nur zu Besuch gekommen, er ist nicht nur am Kreuz für uns gestorben und dass wir in den Himmel kommen, dass wir Zugang zu Gott haben. Nein, Gott hat Zugang zu uns bekommen. Er wollte zu dir. Gott hat eine Sehnsucht, sich mit dir zu verbinden. Das ist ein großes Geheimnis. Danach haben sich Nationen ausgestreckt. Das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Bibel gebraucht dazu immer wieder den Ausdruck, dass
Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja. Oder im Tempel wohnt der Herr. Ja. Und wir haben, der Apostel vergleicht unseren Körper mit einem Tempel und sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Gott wohnt darin. Das ist nicht sozusagen abgängige Bausubstanz, wie meine Frau und ich manchmal sagen. Wir kommen jetzt in die Jahre, wo sie Ersatzteillager etwas aufrüsten. Ja? Also wo man immer mehr Ersatzteile kriegt. Nein, sondern Gott wohnt in den Hütten dieses Lebens. In den Bruchbuden. In den Ställen von Bethlehem. Da ist er zu Hause. Und das sich neu deutlich zu machen, was das bedeutet, ist ein Geheimnis ohnegleichen. Und Paulus dekliniert das im 2. Korintherbrief etwa, wenn ihr den kennt. Ich kann jetzt mit euch nicht die ganze Theologie durchgehen, aber ihr habt ja einen tollen Pastor, der will das mit euch noch alles durchgehen. Also 2. Korinther 4 ist mein Ordinationstext etwa, wo Paulus sagt, wir tragen diesen Schatz in einem irdenen, in einem zerbrechlichen Gefäß. Und ich weiß, wovon ich rede, was ein zerbrechliches Gefäß ist. Der Körper. Und nicht nur der Körper, selbst die Psyche, unser innerer Mensch, ist porös. Der hat Beulen, der hat Risse gekriegt. Glaub doch nicht, je älter du wirst, umso immer glatter wird die Nummer. Nein, da sind wirklich Beulen. Aber Gott wohnt in dir. Er bleibt dabei. Und deshalb sollen wir an ihm bleiben, denn wenn wir nicht in ihm bleiben, dann bleiben nur noch die Beulen. Das ist der Punkt. Dann ist der Schatz futsch. Und dann schreibt Paulus, wir werden hingestoßen, aber wir bleiben doch nicht liegen. Ja. Und Paulus wusste, was das heißt, wenn er an anderer Stelle schreibt, der Engel Satans, diabolische Mächte, die schlagen ihn mit Fäusten. Was das wohl gewesen ist, weiß kein Mensch, aber er hat es uns verschwiegen. Damit ich mich nicht überhebe. Das gehört zum Leben dazu. Dieser Kampf, all das. Aber deshalb ist es wichtig, wer bist du? Wer bist du? Wie redest du von dir? Wie denkst du von dir? Du bist eine geliebte Tochter, du bist ein geliebter Sohn des lebendigen Gottes, ein Kind Gottes. Gott wohnt in dir. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27, da beschreibt der Apostel Paulus dieses Geheimnis und sagt, ja, wir sind alle fleißig, wir tun unseren Dienst, ihr könnt den Kontext lesen, wir sind aktiv in der Gemeindearbeit, würden wir heute sagen, ja, wir geben uns richtig rein, ja. Und dann schreibt er, um das Geheimnis, dieses Mysterion, so heißt das im Griechischen, deutlich zu machen. Ein Geheimnis ist etwas, was man nicht mit dem logischen Denken ergründen kann, was aber dennoch eine Wirksamkeit und eine Wahrheit ist, eine göttliche Wahrheit. Also er spricht von dem Geheimnis, wie wir das meist übersetzt, das Mysterium. Und dann sagt er nämlich, Christus lebt in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Sebastian hat mir erzählt, ich darf mit euch eine Übung machen. Also einige wissen das vielleicht, ich unterrichte noch ein bisschen an einigen theologischen Ausbildungsstätten, unter anderem Spiritualität, was immer das heißt, also Frömmigkeit, das hört sich für manche angenehmer an. Also und damit ist es natürlich wichtig, dass wir Übungen machen, nicht nur darüber reden. Ich möchte dich einladen, diese Übung jetzt zu machen. Ich werde sie kurz erklären. Man ist ja nicht nur hier zum Zuhören, oder? Wenn du sagst, ja eigentlich schon, aber gut, dann kannst du auch zuhören. Die Übung geht folgendermaßen, man sucht sich gleich, ich erkläre es mal, dann sucht man sich ein Gegenüber.
jemand, der einigermaßen erlöst ausguckt. Ja? Nach so einem Tag, wo man alles schwitzt und so weiter. Du kannst ihn gut kennen. Vielleicht ist es auch interessant, wenn du jemanden aussuchst, den du nicht so gut kennst. Dann stellt ihr euch gegenüber, ihr steht also und schaut euch erstmal in die Augen. Wenn man ständig die Augen schließt, sieht man nicht viel. Die Erkenntnis Gottes hängt auch mit dem Sehen zusammen. Kann man sagen, ja, Gott kann ich doch nur erkennen, wenn ich die Augen zumache. Nein! Du kannst Gott auch erkennen, indem du die Augen und Sinne hochfährst mit allen Kräften, die du hast. Wach auf, meine Seele. Wach auf. Oh, jetzt habe ich heraufgeklopft, die armen Zuhörer. Die sind jetzt wach. Ey. Also, dass man wach wird. Ja? Also, ihr stellt euch gegenüber. Wenn du den Vornamen des Gegenübers nicht weißt, frag ihn nochmal. Und dann fängt einer ist Nummer eins, andere ist Nummer zwei. Nummer eins fängt an und sagt zu dem anderen, Sebastian, du komm mal her, du bist mein Opfer, wir machen das vor. Du bist mein Spiritualitätsmodell. Du bist Sebastian. Nee, du bist noch gar nicht dran. Also man redet auch nur dieses. Ich erkläre das gleich. Du bist Sebastian. Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Pause. Jetzt darf Sebastian mir das zusprechen. Heiner, Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Pause. Dann fange ich wieder an, mach es so, dass ich vom gekreuzigten Christus herkomme. Ist nur ein Symbol, mehr nicht. Ich bin Heiner. Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin Sebastian. Die Hoffnung der Herrlichkeit lebt in mir. Jesus. Okay. Okay, gut, dann kann man sich noch freundlich anschauen und was weiß ich wie. Das ist eine Bekenntnisübung. Das hat nichts irgendwie. Ein Bekenntnis ist eine Wahrheit, die ich ausspreche vor der sichtbaren, aber auch vor der unsichtbaren Welt. Also die unsichtbare Welt, die wir ja auch kennen als Christen, von der wir wissen. Die ganzen Engel dürfen zuhören, freuen sich und der Vater im Himmel sicherlich auch. Und die dunkle Welt muss das auch zur Kenntnis nehmen, was wir hier aussprechen. Und wenn wir etwas bekennen, diese Wahrheit bekennen, dann ist das wie eine Kraftquelle. Du wirst das merken. Und nun leite ich dich ein, dir ein Opfer zu suchen, das erlöst aussucht. Und steht dabei bitte auf. Steht ruhig auf dazu, wenn es irgend möglich ist. Und dann schaut euch einen kurzen Moment an. Ich werde vorher kurz beten. Ich werde jetzt beten. Lebendiger Gott, unser himmlischer Vater, so beten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dein Wort ist voller Weisheit und voller Wahrheit. Diese große Wahrheit, dass du, Jesus, in uns lebst, die Hoffnung der Herrlichkeit, das wollen wir nun bekennen vor uns und vor der unsichtbaren Welt. Das ist die Wahrheit, die unsere Identität und unser Leben ausmacht. Und nun könnt ihr damit beginnen. Also der Satz heißt, Jesus Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Ist übrigens auch eine sehr hilfreiche Übung, Entschuldigung, für Ehepaare. Ja, dass man sich öfter mal in die Augen schaut und ruhig länger und einem das zuspricht. Oder Eltern und Kinder. Ich weiß, als unsere jüngste Tochter sich bekehrte, da war sie noch ziemlich klein, jung, sagen wir mal so, ich weiß gar nicht, so 6, 7 Jahre alt, aber sie sagte, Papa, wir müssen einen Termin machen. Sie wusste, ich bin Pastor und sie hatte sich schick gemacht und wollte nun einen auf Erwachsenen machen. Und sagte, was möchtest du denn, Julia? Heute will ich mich bekehren. Und ich dachte, das ist ein bisschen früh, aber vielleicht hat sie schon alles begriffen. Kinder sind viel cleverer, als wir denken. Und dann habe ich so die 4 geistlichen Gesetze mit ihr nochmal, alles war Paletti, alles war klar in ihrem Kopf, in ihrem Herzen. Und dann hat sie sich hingekniet an ihr Bettchen, ich mit ihr. Und ich werde das nie vergessen. Wir waren dann fertig und dann schaute sie so rüber und lachte mich an. Papa, jetzt bist du ja mein Bruder. So lustig das klingt, das habe ich mir oft gesagt, wenn ich mal nur Papa sein wollte. Strenger Papa. Und das war auch nötig, ja. Aber ich sage mal, sich so wahrzunehmen, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, als Erlöste, als Menschen, die wirklich in Christus sind, das ist etwas Wunderbares. Und wenn die Gottesdienste offen sind, natürlich, dann guckt wenigstens so erlöst. Ich sage das oft in der Gemeinde, habe ich gesagt, nun guckt wenigstens erlöst, ja. Und sagt, ja, das war aber wieder ein Gottesdienst. Ja, also, dass die Leute wirklich etwas abspüren, im Alltag auch. Bete darum, dass der Christus rausfließt aus dir, dass er aus dir rausguckt. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Zweiter Punkt, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Gas geben. Lieben aus der Kraft der Schöpfungsordnungen Gottes. Was ist denn das? Also viele denken ja, Schöpfung, die ist doch vom Teufel her. Erntedank, besinnen wir uns, dass der Herr die Schöpfung schön gemacht hat. Und ihr alle wisst, dass wir gegenwärtig sehr um die ganze Frage Klima und Wandel und so weiter. Und da müssen wir, ich sag mal, als protestantische Christen, als evangelische Christen, besonders neu zulernen. Wir haben unsere Konzentration darauf gesetzt, was es bedeutet, sich zu bekehren und ein neues Leben in Christus zu empfangen. Wunderbar. Aber das Evangelium ist etwas mehr als das. Das ist nicht das ganze Evangelium. Kolosserbrief Kapitel 1 bringt es Paulus auf den Punkt und sagt, Christus hat sein Blut vergossen für alle. Nicht nur für die Frommen. Christus hat sein versöhnendes Blut vergossen für alle. Manche sagen, ja, was hat das zu folgen? Das hat zu folgen, dass du die ganze Welt anders siehst. Der auferstandene Christus, wenn wir seine Sendungsworte hören, dann sagt er nicht nur, geht hin und lehrt alle Nationen, macht sie zu Jünger, wunderbar. Sondern im Markus-Schluss, Markus Kapitel 16, lautet das etwas anders. Ist das schon mal jemand aufgefallen? Jesus segnet sie und sendet seine Jünger und sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium der gesamten Schöpfung. Der gesamten Schöpfung, Tisis im Griechischen. Allem, was Gott geschaffen hat. Jedem Hasen, jeder Katze, jeder Ratte. Habe ich vorhin gesehen am Eingang bei euch, hast du mich darauf hingewiesen. Ja, diese Symbolik da. Das ist etwas, was mir zunächst total fremd war. Ich bin doch nicht Franz von Assisi und so weiter. Aber wenn wir als Christen keinen Zugang zu dieser nichtmenschlichen Schöpfung haben, dann kann es sein, dass wir uns sowohl an ihr versündigen, als dass wir uns auch an uns versündigen als Geschöpfe. Und Gott hat uns Ordnungen mitgegeben. Zum Beispiel, dass man nicht ständig wach sein kann. Als junger Student habe ich gedacht, ich hatte viele Fragen an Gott, habe ich mir aufgeschrieben vor Beginn meines Theologiestudiums, warum gibt es Kinder? Ja? Ich finde Kinder zwar gut, aber ich wollte wissen, warum es die gibt. Ich habe damals meine Doktorarbeit sogar dazu geschrieben, habe es aber nicht rausgefunden. Also hat sich trotzdem gelohnt, ja.
Es ist genial. Es ist genial. Ein Säugling kommt auf die Welt, liegt da, muss gefüttert werden und ist ein vollkommener Mensch. Nun, dass wir es lernen, und ich habe, also als junger Mensch habe ich gedacht, warum muss ich so lange schlafen? Da habe ich so ausgerechnet, wie viele Stunden ich im Leben wohl schlafen werde. Ja? Und da dachte ich, das ist echt viel. Und wenn man schläft, liegt man da rum und kann nichts für den Herrn tun. Das war meine Argumentation. Was wäre das, wenn wir gar nicht schlafen brauchten? Wir könnten Tag und Nacht evangelisieren. Das wäre doch genial, dachte ich so. So habe ich mit dem Herrn ein bisschen rumargumentiert, bis er mir deutlich macht, nein, nein, du irrst dich. Der Schabbat, der Sabbat, die Ruhe, jede Nacht soll dich daran erinnern. Nicht, was du tust, wer du bist in mir ist entscheidend. Nicht das Maß, nicht die Masse ist es. Ein kleines Senfkorn kann einen Riesensachen bewegen. Bei Gott gibt es ganz andere Maßstäbe. Und den Seinen gibt es der Herr noch im Schlaf. Ja. Es gibt viele Schlafstörungen, das ist, weiß ich wohl, wenn ich darüber rede, aber das sind so Grundlagen. Das Essen, ja, dass wir das Essen mehr als einen Gottesdienst wahrnehmen, als eine Begegnung mit Gott und nach, oh, ich habe Hunger, ich habe keine Zeit, ich muss los. Ja. Also, dass wir zelebrieren lernen. Wir sind weit davon entfernt in unserer Kultur. Weit. In anderen Kulturen ist das anders. Und wir haben viel zu lernen. Das sind nur drei dieser Schöpfungsordnungen, die Gott den Menschen mitgegeben hat. Also auch das zu lernen. Wie gehst du mit deinem Körper um? Wir haben gesagt, Sport ist was für die Leute, die es nötig haben. Habe ich früher immer so argumentiert, ich brauche das nicht. Ja. Und dann hat in meiner stillen Zeit, also wenn ich gebetet habe, Herr, hast du mir was zu sagen, über Jahre Gott mir diesen Gedanken ins Herz gedrückt, Heiner, du musst dich mehr bewegen. Ich habe gedacht, es ist vom Teufel, weiche von mir. Ja. Bis ich merke, nee, Bewegung ist schon was Gutes. Das ist eine Faustregel, das ist also jetzt kein pures Evangelium, versteht ihr? Aber wir können diese Dinge nicht überschreiten, denn wenn du das ständig missachtest, diese Schöpfungsordnung, wirst du in der Heilsordnung Gottes als Christ nicht so effektiv sein. Okay, Leben aus der Kraft des Wortes Gottes. Wir alle haben die Bibel. Vermute ich mal, 1, 2, 3, 4, 5, was ich, wie viele Bibeln du hast. Es ist ein solches Vorrecht, dass wir die Bibel haben. Die meisten von uns, denke ich, können lesen. Auch das ist ein Vorrecht. Generationen, ganze Jahrhunderte vor uns konnten die Menschen nicht lesen. Keiner hatte eine Bibel. Das wird uns das für Augen führen, was für eine Zeit wir leben. Aber wir haben natürlich noch andere Medien, die uns ständig berieseln und zumüllen mit allen möglichen Zeug. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine Informationskultur haben. Also was muten wir unseren Augen und unseren Ohren, unseren Sinnen zu, dass sie das aufnehmen? Und vor allen Dingen ist es das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Es gibt vielfältige Art, wie Gott zu uns spricht. Vor allen Dingen durch dieses biblische Wort. Es ist inspiriertes Wort, heißt es in der Schrift. Menschen, die das geschrieben haben, waren vom Geist Gottes inspiriert. Sie waren ermutigt, diese Erfahrung niederzuschreiben. Und Gott gebraucht es bis auf den heutigen Tag. Jeder von uns hat das auch sicherlich schon erlebt. Du liest ein Wort und sagst, ein Wort in mein Leben. Was ist das? Wie kommt es aber, dass viele sagen, ich habe gar keine Zeit zum Bibellesen. Da ist doch irgendwas, das kann doch nicht wahr sein. Wenn dieses das lebendige Wort Gottes ist und du sagst, ich habe keine Zeit, kannst du das Gott erklären oder wie? Das wäre genauso, als wenn du deinen Kindern sagst, wenn deine Kinder diese oder
ich unterstelle mal, jemand hat Kinder hier und man hat zu Hause schönes Essen gemacht, alles. Und die Kinder sagen, ich habe keine Zeit. Jeden Tag habe ich keine Zeit. Und die verhungern und werden immer dürrer. Was das mit einem Vater, mit einer Mutter macht. Kannst du dir vorstellen, was in Gottes Herzen vorgeht? Deshalb, ich will dir kein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte Appetit machen aufs Wort Gottes. Lies so viel du kannst. Sing es dir vor. Versuche, neue Formen zu finden. Wir sagen, ja, ich verstehe das nicht. Es gibt eine Faustregel. Das Wort Gottes legt sich durch das Wort Gottes aus. Je mehr du darin liest, umso mehr wirst du Zusammenhänge erkennen. Aber wenn du schon nach ein paar sagst, das verstehe ich nicht, ich mach's zu. Das ist keine Information für dich, dass du irgendwas wissen musst. Das Wort Gottes ist eine Kraft. Es ist nicht so entscheidend, was du mit dem Wort Gottes machst, sondern was das Wort Gottes mit dir macht. Also wir können über den Erhalt reden. Wir Pastoren sagen viele, ja, du hast ja gut reden, deshalb bin ich auch Pastor geworden. Ich wurde für Bibellesen und Beten bezahlt, sage ich mal so. Na, so ist es nicht. Ja. Sondern oft sind Leute, hauptamtliche Mitarbeiter, die haben gar keine Muße mehr. In meinem Arbeitszimmer, nee, in unserem Schlafzimmer hängt das inzwischen, meiner Frau, da heißt es, dieser Spruch von Martin Luther, ich habe heute viel zu tun, deshalb muss ich heute viel beten. Und dieses Beten bezieht sich auch mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes beten zu lesen. Oder wenn wir gemeinsam in der Bibel lesen, machen wir das oft so, einer liest laut vor, der nächste hört zu und wiederholt den Satz laut. Wenn er es nicht hinkriegt, nochmal. Wenn er es wieder nicht hinkriegt, nochmal. Bis er es hinkriegt. Interessante Übung, könnt ihr zu Hause mal machen. Dass sich das Wort Gottes einprägt, dass man das isst und verdaut und aufnimmt. Darum geht es doch, dass wir darin leben. Der Heilige Geist nutzt das Wort Gottes wie eine Nahrung am Tag. Nun, das ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne vertiefen würde, aber ich schaue mal zu den nächsten, die sind mir auch wichtig. Leben aus der Kraft der Vergebung und der Versöhnung. Als ich 30 Jahre alt wurde, ging ich von der Jugendarbeit in den Gemeindedienst, damals in Hannover. Es war damals die größte Baptistengemeinde in Deutschland und ich war 29 Jahre. Und vorher war ich so ein Hippie-Typ, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Einige wissen noch, was so Hippies waren. Wir versuchten cool auszusehen, sage ich mal so. Alles sehr leger, ich habe meine Kleidung, ich dachte, jetzt bin ich Gemeindepastor, jetzt muss ich aber. Und ich wurde 30 Jahre und dann habe ich gebetet, Herr, ab heute bin ich bereit, Feinde zu haben. Das war ein erstes Gebet, ja. Ich dachte, ein erwachsener Mensch muss Feinde haben, sonst ist er kein klarer Typ, ja. Gut, Gott hat die Bitte erhört, aber dann habe ich gebetet, ich möchte einen Vater werden für alle Generationen. Das war schwierig, mir als 29-Jähriger das zu beten oder 30-Jähriger. Ich weiß nicht, wie du reingehst. Und dann habe ich gemerkt mit diesen Feinden, es gab so viel Anfeindungen. Wo viel Geist Gottes ist, wo Gott viel tut, schläft der Teufel nicht. Martin Luther hat es mal so gesagt, wenn du keine Anfechtung hast, dann musst du in die Seelsorge. Ja, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Ja, ich hatte es jetzt frei für uns übersetzt, er hat das etwas rustikaler noch ausgedrückt. Da ist ein Funken Wahrheit drin. Nicht, dass wir ständig immer im Kämpfen sind, aber wir kennen doch diese Dimensionen. Und dann versündigen wir uns möglicherweise in unserem Eifer gegenüber anderen, wir vergreifen uns in den Worten. Wir werden schuldig an Gott, an den Mitmenschen und an uns selbst. Und Menschen werden an uns schuldig. Sie verletzen uns zutiefst. Je intensiver du einen Menschen vertraust und liebst, umso mehr machst du dich verletzbar. Auch in Gemeinden gibt es das, zuhauf.
bis in die fromme Fassade hinein. Gebetsgemeinschaft, Herr, du weißt, dass mein Bruder so schief liegt, dass er so entsetzlich ist, so fürchterlich, erbarme dich seiner. In der Gebetsgemeinschaft, der Bruder sitzt daneben. Ja, Herr, schenk uns einen neuen Pastor. Der Pastor sitzt daneben. Alles passiert. Ich erzähle euch reale Sachen. Ja? Und deshalb ist es wichtig. In Hannover, wir hatten eine ganz starke Erweckung damals. Es kamen viele, viele Menschen zum Glauben. Die Gemeinde war turbulent. Und dann sagte einer der Ältesten, du taufst unsere Gemeinde kaputt. Du taufst mir meine Gemeinde kaputt. Ich sage, was meinst du? Ja, meine Gemeinde ist nicht mehr meine Gemeinde. Ich sage, die war es noch nie. Ist die Gemeinde Jesu. Ist auch nicht meine Gemeinde. Wenn wir einen auf Familie machen, hallo, piep, piep, wir haben uns alle lieb, wir kennen uns, jeder weiß, wenn der andere neue Schuhe hat. Das ist es doch nicht. Sondern wir sind Leib Christi. Wenn wir gleich das Abendmahl miteinander haben, dann wird das deutlich, wir sind Leib Christi. Und wenn Gott einen Aufbruch schenkt, ist das eine wunderbare Gnadengabe. Ja. Aber da waren Leute so dagegen. Bis dahin, dass Leute mich umbringen wollten. Oder sie gingen in die Gemeindeversammlung ans Mikrofon. Pastor Rust ist vom Teufel. Der lebt mit dem Teufel. Man musste erst mal ruhig bleiben. Ja? Und wir hatten das abgemacht. Wenn ich angegriffen werde oder einer von uns Leitenden, wir werden uns nie verteidigen. Niemals. Das ist übrigens eine schöne Faustregel. Ja. Und dann trat der Gemeindeleiter davor und sagte, wir weisen das mit Entschiedenheit zurück und so weiter. Und dann gab es noch andere Morddrohungen und solche Dinge. Ich wusste also, es gibt Feindschaft. Und kannst du sagen, ja, die Feinde, Herr, zermalme sie, zermalme sie. Das ist so das typische Modell, was wir als Menschen haben. Hau drauf und Rachepsalm beten möglichst, ja, fromm, ja. Aber von Christus wissen wir, das ist nicht die Lösung. Christus sagt, liebt eure Feinde. Wenn du nicht fähig bist, deinen Feind zu lieben, wieso behauptest du denn, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in dein Herz? Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was habt ihr denn für Unterschiede? Feindesliebe ist die Nagelprobe. Nun, das ist eine schwierige Nummer. Ich kann das jetzt nur andeuten. Aber da brauchst du Kraft von Gott. Sonst als Mensch kriegst du das allein nicht hin. Es gibt viele Dimensionen von Vergebung. Ich erinnere euch nur an das Wort Jesu. Wenn er uns lehrt zu beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die an uns schuldig geworden sind. Das geht Hand in Hand. Manche kommen nie zur Gewissheit der Vergebung, weil sie das Unrecht anderer wie eine Trophäe heimlich in ihrer Seele herumtragen. Sie kommen nie in diesen Frieden der Vergebung hinein. Das ist eine Grundlage. Jesus fügt das noch hinzu, denn wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben. Und es gibt noch einen Punkt, der dazu kommt, dass du dir selbst auch vergeben kannst. Es gibt so fromme Menschen, wir wollen immer besser sein als besser, als gut. Ja, was ich hier getan habe, das kann ich mir nicht vergeben. Oder wenn jemand sagt, ich habe die falsche Nummer geheiratet, ja, ist ja auch ein Ding, ja. Oder es gibt ja viele Dinge, wo man sagt, das ist ein Kardinalfehler meines Lebens gewesen. Ich habe den falschen Beruf ergriffen, all solche Sachen. Alles falsch. Ja. Wir machen laufend Fehler bis zum Sterben. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn du diesen Fehler, bekenn ihn Gott, bekenn ihn deinen Mitmenschen, wenn sie es wissen, aber dann vergib dir auch selbst. Lass das Recht los, auf dich böse zu sein und dich abzulehnen deshalb. Dich zu hassen. Übrigens, wer sich hasst, wird nicht schöner, wie die deutsche Sprache es verrät. Ja.
Vielleicht um das zu der Kraft der Versöhnung. Leben aus der Kraft der Gemeinschaft und Einheit. Ich komme gerade von einem christlichen Konvent Deutschland. Das ist ein neuer Zusammenschluss von vielen Menschen aus unterschiedlichen Kirchen. Die Kirchenleitungen und die Leiter von Werken sind darin und von Initiativen. Da sind die Jesus Freaks da drin, da sind die, ich glaube, euer Verband ist auch dabei vertreten, Gemeinde Gottes und die Freikirchen, die Orthodoxen, die Katholischen. Und wir waren eine Gruppe von ungefähr knapp 200 Leuten. Alles nur die leitenden Leute. Und es war so bewegend zu erleben, wie der Geist Gottes unter uns war. Wie der Geist Gottes fast wie in Wellen kam. Und neben mir der orthodoxe Priester fing an zu weinen, der katholische Weihbischof, dem standen die Tränen in den Augen. Gott ist gegenwärtig. Gott wirkt zurzeit eine Einheit seines Leibes. Ich spreche nicht von der Einheit der Kirchen im Sinne einer Universalkirche, das meine ich nicht. Ich spreche von der Einheit derer, die Christus nachfolgen. Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wir üben das in unserer eigenen Gemeinde, aber wie ist das mit den anderen, die aus dem falschen Gesangbuch singen, die Irrlehren haben? Ich erzähle euch noch eine Geschichte, Geschichten machen das deutlich. Ich bin Baptist von Haus aus und ich habe früher gedacht, Baptisten sind des Herrn letzter und bester Hit. So nach dem Motto, wir sind biblische Gemeinde. Yeah. Dann kamen noch ein paar andere, na wie auch immer. Ich kam in die charismatische Erneuerungsbewegung, war ich mit drin und wir hatten eine europäische Versammlung in Budapest damals. Ich war noch ziemlich jung und ich war von unserem Bund, also im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, dort als Delegierter hingeführt. Und ich kann mich entsinnen, wir kamen zusammen, ungefähr eine Gruppe von 40, 50 Leuten. Und als erstes, wir wollen den Herrn preisen. Wir sind hier, um ihn anzubeten. Und dann fingen die an zu singen. In einer Lautstärke und Kraft, ein kraftvoller Lobpreis, wie ich ihn kaum vorher gehört hatte. Neben mir stand ein katholischer Priester, an der anderen Seite ein russisch-orthodoxer Priester. Und ich guckte immer mitten im Lobpreis, ich war ergriffen und dann guckte ich, Herr, ich bin im falschen Film, das geht nicht. Die sind, das geht doch nicht. Herr, das geht nicht, dass die voll des Geistes sind. Da habe ich mein Herz gefasst und habe den Kleinen, der war klein und schmächtig, der Katholik, den habe ich den gefragt. Der andere war sehr groß, hatte so einen langen Bart und einen dicken Ledergürtel um. Da habe ich gedacht, der ist mir zu gruselig. Ich stand in der Mitte als Freikirchler. Dann habe ich den Katholiken, John hieß er, gefragt. Ich sage, John, ich spüre, dass Christus in dir lebt, dass der Heilige Geist in dir lebt. Wieso bist du, bist doch Katholik? Ja, sagt er. Ich sage, wieso bist du noch Katholik? Das geht doch nicht. Dann sagt er, ja, und du bist Baptist, nicht? Ich sage, ja. Sag mal, stimmt das? Ihr habt nur einmal im Monat die Eucharistie, das Abendmahl? Ich sage, ja. Wie geht das denn, sagt er. Das geht überhaupt nicht. Ich feiere es jeden Tag. Sonst wäre ich überhaupt nicht mehr im Glauben. Da habe ich gedacht, oh, könnte ja sein, dass wir da vielleicht auch einen kleinen blinden Fleck haben, was das Abendmahl anbelangt. Ich spreche jetzt nicht von euch, von Baptisten. Ja. Um es klar zu sagen, jede Gruppe hat ihre blinden Flecken. Ich will nicht gerade sagen Irrlehren, aber doch Lehren, die überbetont werden oder unterbetont werden. Und deshalb ist es wichtig. Dann hat er mir noch eine Geschichte erzählt, die will ich erzählen. Die anderen Dinge lasse ich jetzt mal aus. Er sagt, ich will dir erzählen, warum ich noch in dieser Gemeinde, in der Kirche bin, in der katholischen Gemeinde. Ich habe
vor Gott gelegen. Ich habe geschrien zu ihm, ich habe geweint. Ich leide unter den Irrlehren meiner Kirche. Mehr als du dir vorstellen kannst. Aber Gott hat mich hier reingestellt. Hol mich raus. Und dann sprach der Geist Gottes zu mir, John, steh auf, geh in das Seniorenheim. Die hatten nebenan ein großes Seniorenheim. Ich will dort mit dir sprechen. Und das war so klar, dieser Impuls, dass er aufstand, der kleine John, mit seiner Bibel und ging in die Vorhalle des Seniorenheims. Große, schöne Vorhalle. Sitzt dort auf der Bank, war keiner drin. Das war nicht der Herr. Das war der Teufel, der mich gerade ablenken will. Und wollte schon rausgehen. In dem Moment kommt eine alte Frau, die dort lebte, in dem Seniorenheim, in diese Vorhalle. Und sie geht an ihm vorbei. Sie war offensichtlich dement, und zwar hochgradig dement. Sie sabberte, und nicht nur das, sie hatte unter sich gemacht. Sie stank entsetzlich. Und sie guckt an dem kleinen John vorbei, die ganze Zeit. Und er konnte nicht mehr hingucken. Ihm wurde übel, er hatte Brechreiz. Und er sagt, nee, das ist nicht Gott, der hier ist. Dann öffnete sich die Tür wieder und eine Pflegerin kam rein, die dort arbeitete. Lief auf die Frau, da sind Sie ja, meine Liebste. Wir haben Sie so vermisst. Sie haben sich verirrt. Ich führe Sie zurück. Kommen Sie her. Gab ihren dicken Kuss, umarmte sie und führte sie zurück. Und der Heilige Geist sagt, John, hast du das gesehen? Was du für eine alte, stinkende, sabbernde Frau hältst, ist meine geliebte Braut. Vergiss das niemals. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt. Also die Einheit, die ist Jesus mehr am Herzen, als wir uns das vorstellen können. Aber ich will das nicht, die Kraft des Gebetes, ich glaube, da seid ihr gut aufgestellt, oder? Wir beten gleich. Die Kraft der Berufung, das kann noch werden. Das heißt Berufung, ich will das mal deutlich machen, in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Da beschreibt der Paulus, dass er ein ganz bestimmtes Maß, im lateinischen Übersetzung heißt ein Kanon, ein Wirkungskreis überletzt, das glaube ich Martin Luther, hat ein Berufungskanon. Dazu bist du da, lieber Mensch. Dieser Kanon, wozu du da bist, der wird von Gott gesetzt. Den kann man sich nicht einfach nehmen. Hallo, ich werde jetzt dies, ich mache das und so weiter. Der ist variabel. Der kann kleiner werden und wird damit konzentrierter. Er kann sehr weit werden und du brauchst ein weites Herz, einen großen Blick von Gott. Wir haben oft ein Verständnis von Berufung. Wenn du einmal berufen bist, das musst du immer machen. Nein, das ist nicht so. Bleib abhängig von Gott und er führt diesen Wirkungskreis. Weil jeder hat einen Wirkungskreis von uns. Und dass wir uns in der Gemeinde einander helfen. Was ist zum Beispiel die Berufung dieser Gemeinde? Ihr seid hier im Kanon mit anderen Gemeinden. Was ist die Berufung dieser Gemeinde? Sie hat eine spezifische Berufung. Was ist das? Was ist deine konkrete Berufung? Habt ihr eine Berufung, die ihr vielleicht in der verheirateten Zeit als Ehepaar habt? Was ist deine Berufung, wenn du jung bist? Und wie ändert sich deine Berufung, wenn du älter wirst? Bleib mit Gott darüber im Gespräch und mit deinen Glaubensgeschwistern. Denn wenn du außerhalb dieses Wirkungskreises rumturnst, hat der Teufel, so argumentiert das Paulus im 2. Korinther 10, mit dir ein leichtes Spiel. Im Berufungskreis hast du einen Berufungsschutz. Darum geht es dabei. Okay, ja, also, der Herr ist meines Lebens Kraft.